Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier aus der Cars and Details Redaktion. Heute haben wir mal wieder einen echt dicken Brummer hier, und zwar den Losi Super Baja Ray. Ein, ja, man kann schon fast sagen, Großmodell, Maßstab 1:6 ist er gehalten. Also eigentlich sagt man ja so, ja, obwohl doch, kann man schon als Großmodell durchgehen lassen. Wobei vom Karton her hätte ich eher gesagt, er ist ein Tick kleiner. Aber wir gucken uns das jetzt mal direkt an, was man hier so bekommt. Genau. Ein neues Modell, klassischer Offroader von Losi. Da hat man ja in der Vergangenheit immer coole Produkte gesehen, auch innovative Produkte. Na klar. Auf die Seite. Kann ja schon mal sagen, das Set kostet so, wie wir es hier haben, ready to run, bis auf Akkus und Ladegerät natürlich. In der Größenklasse sind die Libos da nicht mit bei. Versteht sich. Liegen wir bei 819,99 €. Ist natürlich kein Schnäppchen, aber... Es ist ein Großmodellpreis. Also in der Hinsicht. Im Vergleich zu anderen ist es schon ein fairer Preis. Definitiv. Gucken wir mal rein. Ja, das geht. Achso, so. Okay, alles klar. Ich fange mal hier mit dem Uninteressanten an. Ein Fernsteuerung ist da wohl drin. Da werden wir jetzt keine Überraschung erwarten. Oder erleben, besser gesagt. Erwarten sowieso nicht. Das ist hier bewährte Technik Spektrum DX2E, die aktuelle Variante. Wie du schon sagst, bewährte Technik, alles drin, alles dran, was man braucht, um das Modell in Betrieb zu nehmen. Was hast du da noch? Auch ein Kleinteilekarton? Auch ein Kleinteilekarton, sich ein bisschen streut. So, was haben wir hier? Ah, ein Karton für die Anleitung, auch nicht schlecht. Teuer. Das ist okay, das... Da haben wir ansonsten das Übliche. Senderbatterien sind sogar mit dabei. Mhm. Ein bisschen Werkzeug und die bekanntermaßen gut gemachte Anleitung von Losi. Ich glaube, die wollen wir uns so genau gar nicht anschauen. Wie man es gewohnt ist, das ist wirklich immer sehr umfangreich. Und jetzt kommen wir hier mal zu dem spannenden Teil. Hier aber nicht diese Folie, die liegt nur drauf, um die Karosserie zu schützen. So. Ich würde sagen, wir versuchen hier mal so erstmal rauszuholen. Klingt am Plan. Und dann nehmen wir halt diese Schutzfolie ab. Jawohl. So, das sieht schon mal gut aus. Kannst du den mal nehmen? Dann nehme ich den Karton weg oder? Ich nehme das. Du nimmst das Ding. Den. Oh, das ist. Vorsicht, Vorsicht. Da steht noch was. So, passt es. Perfekt. Wow, gut, das ist natürlich echt ein dicker Brummer. Ich mache mal gleich diese Folie ab hier. Dann sieht man auch, was die Phase ist. Also, um auf deine eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Ja, ist ein Großmodell. Ja, das stimmt. Also, ist natürlich jetzt nicht so groß wie der 5T, der ist nochmal. Eine Spur größer, aber wir können ja direkt mal messen. Genau, wir haben ja hier unser schickes Maßband. Dann haben wir hier eine Länge von beachtlichen 72 cm. Das ist okay. Von der Breite bringt er es immerhin noch auf 45. Das ist gut. Und der Vollständigkeit halber sind wir bei einer 28er Höhe. Nicht übel. Ordentlich. Ich finde das Design, dann gibt es ja in zwei verschiedenen Farbvarianten. Ich finde das Design cool mit dem Grün. Wie findest du das? Ja, macht was her. Also ist auf jeden Fall ein bisschen ab vom Mainstream und macht was, gefällt. Ja, ja, ich mache jetzt mal direkt dieses Rad hier ab, weil das muss man sich mal angucken. Ich finde das super cool, wie das gemacht ist mit dem Profil und dieser Aufschrift, die Reifenbezeichnung und so. Das ist schon extrem scalig, wie man so schön sagt. Vor allen Dingen, das ist tatsächlich ja auch noch ein Ersatzrad. Du kannst es ja wirklich benutzen. Ja. Ne? Ja. Also es ist nur nicht irgendwie... nachgebaute Deko, sondern ist tatsächlich ein vollwertiges Rad. Ja, und dann können wir direkt mal hier hinten, jetzt hat man da einen schönen Einblick, kann ich jetzt einfach mal so ein bisschen hier auf die Seite nehmen. Gucken wir uns diese Konstruktion mal an. Das ist also klassisch so Shortcourse Trophy Truck mäßig. Ja. Hier hinten haben wir so den Ansatz von diesem Gitterrohrrahmen, der zieht sich natürlich unter der Karosserie noch weiter. Das sieht man auch so an einigen Stellen. Hier hinten ist so eine angedeutete Box, da wird aber wohl nichts drin sein, die ist einfach nur zur Halterung von dem Ersatzrad. Ja. Ja, hier sieht man schon die Links von der Aufhängung. Richtig. Hinten hat er ja die Starkse. Ich schau mal gerade. Ein bisschen nicht gesperrt, ein Differential hat er. Ja. Und vorne hat er dann natürlich sowieso ein Differential. Was er aber nicht hat, ist ein Mitteldifferential. Richtig. Das ist... Das... Doch. Doch, ist hat drin. Er doch. Ist also drei Differenziale. Und das sieht schon mal sehr cool aus, was ich jetzt gerade noch sehe. Das wird man wahrscheinlich auf der Kamera nicht so gut sehen. Ich versuche es trotzdem mal zu zeigen. Lass mich raten, die Bremssättel? Die Bremsattrappen da in den Felgen. Das sieht schon sehr cool aus. Definitiv. Sind mir auch gerade erst aufgefallen. Ja. Wäre natürlich richtig cool, wenn die funktionieren würden, aber es ist natürlich nur eine Attrappe. Ja, gut. Man darf auch nicht zu viel erwarten. Ja, gut. Das wäre natürlich, dann wird er wahrscheinlich doppelt so viel kosten. Wahrscheinlich. Gucken wir mal hier hinten rein. Hier sieht man diese
angedeuteten Lüfter, die gibt es ja bei den echten auch, wo die Motoren mit gekühlt werden. Mhm. Und ich vermute mal, ja, dahinter sitzt der Regler. Der Lüfter ist zwar nicht direkt hier hinter, der sitzt oben drauf, aber das ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick. So kann auch hier nicht unbedingt so schnell der Schmutz reinkommen. Ja. Und man hat eine gute Durchlüftung. Ja, hier hinten sitzt die Antenne. Ja. Und was man hier oben sieht, auch serienmäßig, finde ich richtig gut. Vorne genauso auch, ja. Die LED-Lichtleisten. Der hat also eine serienmäßige Beleuchtung. Das heißt, man kann sogar in der Dämmerung ein bisschen bashen gehen. Ja, klar. Macht was her. Vor allen Dingen, die sind richtig, also wahrscheinlich auch verklebt, aber zudem noch verschraubt. Also das, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass irgendwann der Kleber aufgibt und die wahrscheinlich dann nicht herunterhängen. Also das ist schon echt nice. So, womit machen wir weiter? Von oben kann man noch mal kurz zeigen, aber ist natürlich nicht so viel zu sehen. Ja, ansonsten haben wir das Scale, nahezu Scale ausgebaute Cockpit. Mhm. Ja, also die Gurte sind angedeutet. Das Witzige ist, der Beifahrer hat auf seinem angedeuteten Schoß sogar ein Zettelchen, wie man es von den Rallye-Beifahrern kennt. Mhm. Da ist dann quasi notiert in 200 Metern rechts ab, quasi das menschliche Navi. Ja. Ich kann das ja mal versuchen, hier so ein bisschen die Kamera zu zeigen, wobei das nicht so einfach wird. Das ist gutes Training. Vielleicht kann man das erkennen da. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sieht es cool aus. Ja. Was wir auf jeden Fall nochmal zeigen müssen, ist die Unterseite. Das ist ja das Interessante. Richtig. Da sieht man mal das ganze Fahrwerk. Sind schon mächtige Wellen hier. Oh ja. Das ist so eine Teleskop-Antriebswelle. Die ist aus Kunststoff zwar. Die Gelenke sind aber aus Metall, natürlich aus Stahl. Und die hat schon ordentlich Durchmesser. Also auch diese Längslenker hier, das sind richtig massive Teile. Allerdings. Und da reihen sich hier die Öldruckstoßdämpfer auch ganz schön ein. Mhm. Das ist für die wurde auch der Begriff Big Boy erfunden. Ja. Hast du einen Stabi hinten? Nee, hier hat man keinen Stabi. Okay, vorne ist doch, ein... Doch, Entschuldigung, hier an der Seite. Ah, sieht man kaum, aber hier unten gehen die Koppelstangen sozusagen hoch und der Stabi, der ist dann innen geführt. Ah, okay, ja, hier ist er ganz standardmäßig, wie man es kennt. Mhm. Außen-Vorderachse. Ansonsten ist es eine super solide Konstruktion. Ja. Ne? Doppelquerlenker-Anhängung. Kann man sich mal die Lenkstreben anguckt, das ist... Dickes Alu, also... Ja, also da muss man sich echt keine Sorgen machen. Und auch was die Antriebswellen angeht, das sind Stahlwellen à la Couleur. Also da wird nichts kaputt gehen so schnell. Auf keinen Fall. Und hier unten habe ich jetzt gerade entdeckt, das wird wohl das Akkufach sein. Das ist hier hinten in dem Radhaus sozusagen versteckt. Okay. Mal gucken, ob wir das irgendwie... Gucken wir das mal gerade an. Also die Stecker sind auch schon zu sehen, beziehungsweise die Anschlussbuchsen für die... Das sind, welche Anschlüsse waren das? EC5, genau, das ist ja Losi Horizon typisch. Mhm. Und betrieben wird er entweder wahlweise 2.2S oder 2.3S, ne? Genau, ja. Genau. Da kann man schon, ich glaube mit 3S, also 2.3S, da hat man dann schon mehr Spaß. Ja, das denke Hier ich unten auch. Sieht man so diese Klappe, da kann man sozusagen den Akku, ohne die Karosserie abzunehmen, wechseln. Das ist ja bei dem Modell auch wohl nicht ganz so einfach, weil die verschraubt ist. Ja. Da gibt es einiges zu lösen. Mhm. An der Front 4, jeweils seitlich 4, oben auch 4. Hier oben sind dann die Anschlussstecker für die Akkus. Die gehen dann direkt in den Regler. Ist natürlich jetzt, dass die hier sozusagen im Spritzwasserbereich liegen, ist natürlich nicht so hundertprozentig optimal. Aber wenn der Stecker drinsteckt, dann ist das ja eh ein geschlossenes System sozusagen. Ja, aber das ist ja ein Wüstenbuggy. Wo soll da Wasser sein? Ja gut, vielleicht, wenn er durch die Oase bammelt. Ja, stimmt. Das werden die Beduinen sicherlich sehr gerne sehen. Ich denke auch, weil die haben ja da so viel Wasser. Ja, richtig. Ja, ein sehr cooles und auch beeindruckendes Modell, kann man sagen. Das macht schon ordentlich was her, kann man nicht anders sagen. Hochwertig verarbeitet, haben wir ja schon gesagt. Also sowohl die Dimension der Antriebsteile, upsala, da geht hier eine Mutter flöten, die Dimensionierung, das ist echt spitze. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass was bricht. Und die Karosserie ist halt ein echter Hingucker. Also, wie gesagt, gefällt. Das ist ein cooles Modell. Ja. Also, was ich gut finde, also ich fand den Losi 5T oder andere so 1:5er, die sind ja dann teilweise fast einen Meter lang, die sind dann doch schon extrem unhandlich. Und dieser hier, der ist auch vom Gewicht her, den kann man gut so mal eben, wenn man nicht direkt jetzt in seiner Bash-Strecke parken kann oder so. Noch ein paar Meter schleppen. Ne? Ja, genau. Das ist also gar kein Problem. Okay, und selbst wenn es nicht geht, fährt ja elektrisch, kannst ja mal locker hinfahren. Ne? Und zurück wird schwierig, wenn du den Akku leer machst. Ja, gut. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ja, apropos Akku leer machen. Gehen wir mal ein paar Akkus leer machen, würde ich sagen. Ich würde sagen, das probieren wir direkt mal aus. Definitiv. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen schönes Wetter. Das nutzen wir aus. Ganz ehrlich. Und den ausführlichen Testbericht gibt es dann natürlich wie immer in einer der nächsten Ausgaben von Cars & Details.
Und wir haben jetzt erstmal ein bisschen Spaß. Wir haben Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.